Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich guten Abend. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Konzert hier in der St. Peterkirche. Und Sie haben sicher gedacht, Sie seien im falschen Film. Das war natürlich mitnichten schon Schostakowitsch. Das war von Bach die Air. Und das ist wie oft im Leben. Es gibt Überraschungen. Positive, negative sind Sachen, die uns beglücken, die uns traurig stimmen. Und ich denke, diese ganze Palette dieser Emotionen, das ist das, was es eigentlich ausmacht in der Musik und mit dem wir die Brücken von den Musizierenden zu Ihnen als Publikum, als Mitgestalter auch immer wieder schlagen. Es ist ja jetzt gerade auch nicht nur sonnige Zeiten auf der Welt, kann man sagen. Und in diesem Sinne, denke ich, ist mit Bach ein wunderbarer Einstieg. Wir hatten sogar Rückmeldungen, warum spielen wir Schostakowitsch in diesen Zeiten? Und ich habe zurückgeschrieben, es ist ganz wichtig, dass genau dieses Stück von Schostakowitsch gespielt wird. Er hat es ja geschrieben 1960, als er in Dresden gesehen hat, was da zerstört worden ist vom Krieg. Es ist gegen den Krieg und wir sind da und musizieren für den Frieden. Wir haben Brücken zu bauen. Wir haben Leute aus über 50 Ländern. Wir haben Leute aus Südamerika, aus Russland schon gehabt. Wir haben heute jemanden aus der Ukraine, die ihnen auch solomäßig Schostakowitsch spielt im Stück. Und ich denke, dieses Miteinander, das ist das, was heute zentral ist. Und ich glaube, das ist auch das, was uns verbindet mit Hofmeister, mit einem wunderbaren Solisten aus Japan, in Holland aufgewachsen. Auch da, es sind immer wieder Grenzen, die überwunden werden dürfen, müssen. Und mit Hofmeister, ein großartiges Stück von diesem jungen Solisten, den ich entdecken durfte letztes Jahr beim großen ARD-Wettbewerb. Er wird Ihnen das vor der Pause dann spielen. Und Joseph Haydn, Evergreen, könnte man sagen, diese Lebensfreude, dieser Witz auch, der da entgegenkommt. Ich glaube, das gibt uns auch immer wieder Impulse, weiterzugehen, wenn wir auch schwere Stunden haben, wenn wir Fragen haben, wenn wir jemanden loslassen müssen. Das passiert uns allen, aber wir bekommen auch. Und in diesem Sinne möchte ich Sie einladen jetzt zu diesem Stück von Schostakowitsch. Das ist mitnichten nur das Schreckliche, das gezeigt wird, sondern es ist auch die Hoffnung drin in seiner Sprache. Hofmeister in seiner Sprache, Haydn in seiner musikalischen Sprache. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes, berührendes und hoffentlich auch glückbringendes Konzert. Danke, dass Sie hier sind. Und nach dem Hofmeister ist eine kleine Verschnaufpause, dass wir uns auch neu sammeln können für Haydn. Dankeschön und einen schönen Abend. Applaus